Oh, ich muss auf jeden Fall aufpassen. Ah, deswegen. Scheiße, ich habe meinen Arm verloren. Hey Leute, ihr schaut Ikuma Games und in diesem Video schauen wir uns das Game Underdogs an für PC VR. Das Spiel gibt es sowohl für Steam VR als auch für die Quest 3 Standalone. Ich spiele das gerade mit der Pico 4 am PC über Virtual Desktop und das Ganze soll ein Mecha-Arena-Kampfspiel sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, hat auf jeden Fall einen mega geilen Style. Allein das Hauptmenü hier, wenn man nach oben guckt, das sieht mega cool aus. Das Spiel beginnt mit so einer kleinen Comic-Sequenz animiert, richtig cool. Und ich gehe hier mal blind rein und wir schauen uns das gemeinsam an. Ja, wir können das Tutorial hier am Anfang starten. Yo, System. Yeah. Okay, okay. Yo, listen up, player. Listen up, player. Okay. Sieht auf jeden Fall schon mega gut aus. Wir sind hier in unserem Mecha drinne. Und wir steuern unseren Mecha eben so hier drinne. Also hier drin findet das Ganze statt. Und VR ist natürlich super geil für Mecha, weil man eben dieses Träge dann gut emulieren kann. Wir halten das Ganze hier fest. Kalibriert es erstmal. Zack. So, jetzt kann ich es nicht mehr loslassen. Jetzt steuern wir die Arme von diesem Roboter. Da sind wir. So sieht das Ganze aus. Ist ein bisschen merkwürdig, aber man gewöhnt sich sicherlich super schnell dran. So, jetzt müssen wir hier. So, es ist natürlich nicht 1:1 und das ist nämlich gut so. Also es ist jetzt nicht so, als könnte ich hier jabben. Man steuert eben einen trägen Roboter und muss den natürlich hier das berücksichtigen. Health Bar, ja, bam. Erledigt. Ja, kämpfen geht, klar. Sorgt auf jeden Fall dafür, damit ihr, dass ihr links und rechts Platz habt, damit ihr schön schwingen könnt. So, was haben wir noch? So, wie kann ich mich eigentlich drehen? Snap-Turn, okay. Drehen ist einfach nur Snap-Turn. Move, Bash, Fight. Ah ja, da ist der nächste Gegner. Wir wollen nicht verlieren. Oh. Also zu nah dran soll man auch nicht sein, dann verliert man Momentum. Okay. Use both arms to charge forward with force. Bash that golden car to pieces. This is the way. Fuck it up. Fuck it up. Come on, the fuck. Yo, finish tutorial, würde ich sagen. Zack. Nichts Falsches drücken. Okay, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ah. Das sieht schon so cool aus. Auf geht's! Easy. Ich habe, glaube ich, noch nie so etwas gespielt, muss ich sagen. Ich habe schon mal Mecha Games gespielt, aber. Boah, ich bin da hoch. Kann ich in die Luft hauen? Ja, oh. Bam! Puh. Ah, ich dachte, er zeigt es. Choose a reward, okay. Fire, take one of these and come by. I'll touch your merch. Merch. Mech up, Cockpit Max HP. Oder Cash. Ja, nur Cash. Our first win. King and I went celebrating the Killbox Club. He has two big wins, cheers, but I gotta make a bigger splash. I have to take the Killbox Championship from whoever holds it. Killing a champion would give me a name, and the name would get me and King closer to those city walls.
Act 1, welcome to the jungle. Day 2, the jungle felt like a fucking refugee camp. Okay. It's a new day in the jungle, tonight's fight will be harder. The stress are full of ways to spend cash and get stronger. Buy, hustle, steal. Do what you need, you get 3 moves, make your choices count. Okay, ich kann ja so simulationsmäßig, jetzt kann ich immer so ein paar Sachen machen. Hier, Morning, Noon, Evening, Fight. 3 Dinge. Kann ich mal zum Beispiel meinen Roboter repairen. Ich wurde aber, glaube ich, kaum getroffen, also geben wir ein bisschen Geld aus, würde ich sagen. Founders in a network of glowstick water drains. Kids swarmed out from the shadows. You name it. I got it. Okay, unknown add-on oder 2 unbekannte Upgrades. Ja, vollkommen egal. Wir haben 1500. Ich nehme beides. Was haben wir? One add-on slot, okay. You don't pay me enough, but I do it for love. Slick quirk box, upgrade arm. 50% power when over 50% HP. Also wenn ich 50% Leben habe, habe ich 50% mehr Power. Aber ich habe auch 50% weniger Power, wenn ich unter 50% Leben bin. Okay. Ja, dann nehmen wir nochmal ein Add-on mit, ne? Physical damage to heavy enemies, Alpha Dogs and up. Oh, damit haben wir unser Geld ausgegeben. Go looking for trouble. Okay, ich kann neben dem Endkampf anscheinend auch hier ein bisschen Stress machen. Also Shop brauche ich nicht nochmal gehen, ist der Quatsch. Raps, Mac. Ah, okay, hier. So, hier kann ich jetzt Zeug machen. Kann ich jetzt noch nichts rüberziehen oder so, ne? Okay. Okay, ja, dann gehen wir mal ins Hail, go looking for trouble. Ich weiß auch nicht, ob ich meine Sachen jetzt schon upgegradet habe, oder? We arrived to find a box with a note for the killer and the Rilla. Little something from a fan. Who the fuck gives shit like this for free? Okay, when making large swings, arm gets 1+1 turbo. Ich habe einfach ein Zeug bekommen, so ein bisschen rundenbasierte Aktionen, die passieren. So, jetzt könnte ich zum Beispiel nochmal zum Shop, aber ich kann nochmal rumlaufen. Bis zum Abend muss ich quasi die Zeit totschlagen und suchen nochmal ein bisschen nach Ärger. Fuck is that smell? Hills of Metal Junk, Hills of Metal Junks, Lakes of Battery Acid. Had to be something useful to find here. Also wir sind auf dem Schrottplatz. We had to start somewhere. Are those upgrades? Looks like add-ons there. Okay, ich kann also links nach links oder rechts gehen und da sind entweder Upgrades oder Add-ons. Streamline Filters, Add-on Arm. 50% power of every 2 add-ons equipped on this arm. Enough for today. 40% to get caught. Okay, also können wir erwischt werden. Ich weiß aber nicht, ob es dann einen Kampf gibt oder ob wir einfach ein bisschen Schaden kriegen. Also gehen wir einfach und bereiten uns auf den nächsten Kampf vor. It's night, time to fight. The fighting pits run on patrons. Each offers a challenge for a reward. Choose who you wanna get cozy with. Higher rep will pay off. Ersten Kampf haben wir gewonnen. In der Killbox. Wahrscheinlich gibt es dann Endboss und dann wahrscheinlich die nächste Arena oder so etwas dergleichen. Lizzie oder Mrs. Scott. Wir haben hier den ersten Kampf schon für ihn bestritten, so verstehe ich das. Und würden hier einen zweiten Prestige bekommen, nenne ich es jetzt mal. Und hier fangen wir bei 0 an und kriegen dann den ersten. Ich mag Physical Damage machen und bei Turbo. Helfen wir mal Mrs. Scott kennen. Also jetzt kann ich es auch upgraden. So. Also dann, ich bin Rechtshänder, also hier mehr Power kann ich ja vielleicht auf meinen linken Arm machen. Ah, das ist ein dauerhaftes Upgrade, oder? Das ist kein Add-on, verstehe. Plus ein Turbo. Also machen wir hier 2 Add-ons rein. Und dann dieses Upgrade hier, denn bei 2 Add-ons kriegen wir 50% Power. Ah ne, warte mal. For every 2 Add-ons equipped in this arm. Das ist auch ein Addon. Ja, dann machen wir das auch rein. So. Dann kommt der hier rüber. So, was haben wir hier? Nochmal ein Addon. Hier ist ein Upgrade. One Addon Slot. Ah, guck mal, dann machen wir doch hier eins hin. Upgrade. Boom. Und packen hier nochmal auf meinen rechten Arm ein weiteres Addon. Dann bei je 2 kriegen wir irgendwie extra Damage. Also, wenn ich es richtig verstanden habe. Trotzdem haben wir noch 60 Physical Damage, da hat sich ja noch nicht so viel getan.
Aber wir kriegen auch immer nur Damage extra, wenn wir irgendwie irgendwas machen. Ja, noch nicht so viel Plan, also würde ich sagen, kämpfen wir noch mal. Also die Simulations Dinge hier im Spiel finde ich schon ganz cool, besser als einfach ein reiner Arena-Shooter. Oh, jetzt sind hier schon irgendwelche, ich sehe schon irgendwelche Fallen, wo man wahrscheinlich Gegner hinwerfen kann. Cool. Was ist da drin? Bam! Geht das mal proben? Oh, direkt da rein. Okay, das sind Bomber. So. Hau ab. Der hat mich erwischt. Okay, die bleiben stecken, sehr gut. Also viel macht Sound, das ist richtig cool, dieses ganze Metallische in dem Spiel. Okay, die attachen aneinander. So, komm her, der letzte. Boom. Okay. Erledigt. Choose a reward. So, wir haben Mrs. Scoop, Scop. Dienste erwiesen. One-Up-Kit. 10% of base physical damage. Ja, mehr Damage. Noch sind die Gegner nicht so stark und ich schlage mich wacker. Act 1, Day 3. Stayed out drinking with some local fighters. Said I'm crazy fighting for championships. Okay. Also reparieren lohnt sich anscheinend noch nicht. Ich habe noch nicht so viel Papier verloren. Also können wir weiter. Ja, zum Shop können wir anscheinend noch nicht. Also gehen wir hier Ärger machen. Ja, ich will noch, hätte noch gerne ein Upgrade für meinen Körper. Enemies get 200% stun damage from crashing into environments or other enemies. Ach, klingt doch gut. So, ich will jetzt mal probieren, was passiert, wenn ich erwischt werde. Nee, nichts passiert. Wasn't long before we found another piece. Streamer failed us. 50% power for every 2 add-ons equipped on this arm. Schon wieder, das hatten wir ja schon, ne? Oh. Oh, okay, wir wurden doch erwischt. But our way out was blocked. Junk heads demanded we gave them our finds. Fight oder wir müssen den unseren Addon geben. Ja, gucken wir mal, was passiert. A few broken skulls and they scattered like roaches. Never bothered us again. Okay, wir haben sie verprügelt. Also es ist ein, ja, nicht so ein Kampf wie dort, sondern eher so prozentuale Chancen, ob man gewinnt oder nicht. Sieht schon cool aus hier. Geiler Style. Okay. Es geht zum nächsten Fight. Jetzt haben wir hier einmal Mrs. Scop und Tsukita. Locomotion und Physical Gear. Okay. Ja gut, dann testen wir alle einmal durch, oder was? So, jetzt haben wir hier ganz schön viele Add-ons. Wir können hier nochmal den hier reinmachen. Wir spielen den ersten Abschnitt bis zum Boss. Ich gucke mal, dass ich das ein oder andere wegschneide, was nicht so interessant ist. Oh. Oh, das sieht cool aus. So, wir positionieren uns, dass wir die schön da reinschmeißen können. Und alle drei. Boom. Oh, er hat mich geschnappt. So rein damit hier. Doch. So. Die explodieren sie alle, ne? Fertig. So. Er hat mich schon wieder. Weg, weg. Nein. Oh, der packt mich auf jeden Fall. Wow. Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Okay, hier sehe ich mein Damage. Mein rechter Arm hat schon ordentlich was abbekommen. Oh, ich muss auf jeden Fall aufpassen. Ah, deswegen. Scheiße, ich habe meinen Arm verloren. Oh, jetzt kann ich nur noch mit einem. Crowd's going mental, bruv.
Fische. Ich habe nicht darauf geachtet. Die haben nämlich Stacheln. Und ich habe die... Okay. Gerade so geschafft. Boah, da habe ich ordentlich aufs Maul bekommen, ey. Bin ich noch vor euch, ey. Alles klar, Alignment Duo. The commotion when moving with both arms at once. Was bedeutet das? Ich bewege mich besser mit beiden Armen und einfach Locomotion. Also ich nehme an, ich bewege mich einfach besser so. Also weiter, wenn ich einmal. Boah, jetzt muss ich mir auf jeden Fall auf reparieren. The gorilla was almost totaled. Things were looking dark. Ja, hab ich gecheckt. Ich muss mich auf jeden Fall reparieren da. Bei Busy, fix your merch. Merch Mac properly. So. Yo, Fighter Boy, give me something to fix. Banging Fusion Sparks, love the sound and smell of the palace. Shorty came up to say hi. Aha, okay. Mega Repair Kit. Repair Kit kann ich so aus nutzen, ne? So, ich muss auf jeden Fall jetzt meinen rechten Arm fixen, denn der ist wieder weg. Das war's. So, reden wir mal mit dir. Ah, the fighter from the other night, look around. Behind stacks of gear and boxes with a suit and legs. Mhm. Okay, sieht coole Sachen für uns. Neue Waffen. Hier, den haben wir. Steal something. Okay, wir haben kein Geld mehr. Trigger Button. Damit kann man bestimmt greifen. Finger, cool. Wir versuchen mal. Wir haben kein Geld mehr. Wir haben voll aufs Maul bekommen. Fuck, got caught in the attempt. Couldn't show our faces here again. Scheiße. Oh, jetzt können wir nichts mehr bei ihr kaufen. Shit. Schade, war nett. Das war... Okay. Guck mal, was uns hier erwartet. Yo, Usam. Some new fighters wrecked to the killbox. Wrap the killbox tonight. Oh yeah? Two newcomer base boys from London call the Mac Gorilla, believe. Oh shit. Okay, das Gespräch, glaube ich, von den Bösen. Man, newcomers come and go. Just one thing stay true around here. Okay, ist das denn Mac? Doggo. Usam holds the chain. Killbox champion for all motherfucking time. So, das ist der Boss, nehme ich an. Some kids stoned the truck in the middle of the night. I was pissed, but King just loved it all. Nice. So, Championship. Einmal ein Kampf gegen Usam. Fight for the chain. So, Bossfight. Ich bin noch nicht gestorben, aber so wie ich jetzt immer auf die Fresse bekommen habe, sieht das ganz schön böse aus. Die haben aber ganz viele Arme. Boom, 100%. Dann nehmen wir diesen Arm noch. Boom. Wobei ich blocke eher mit dem linken, ne? Aha. Was war der Blockarm? Enemies damage this arm are bounced away. So. Machen wir so rum. Ja, mit dem Big Boy, der macht mehr Damage, ne? 200% Damage. 50% Physical Damage to Heavy Enemies, Alpha Dogs und Co. Hier passt auf jeden Fall noch ein Addon rein. So. Okay. Ja gut, nehmen wir jetzt wirklich den Arm hier, oder? Ich weiß es nicht. Der ist kaputt. Kann ich reparieren. Ich glaube, ich muss es riskieren, ne? Ich muss schön auf meinen rechten Arm aufpassen. Okay. Okay. King Serrano fighting. Oh, es kommt trotzdem normale, ne? Scheiße. My props are headhunter.
arm is fire. Great bike. Okay, die muss man von vorne. Wir haben also so einen Reaktor. Ich muss warten, bis sie mich chasen. Dann kriegen die auf jeden Fall mehr Damage. Oh fuck. Bam, bam, bam. Scheiße. So, komm her. Boom. Bam. Okay. I don't know how, bruv, but I know that championship chain is our way forward. So, ich bin fast tot. Scheiße. Kommt jetzt der Boss? Komm. Oh. Okay. Scheiße, Mann. Man, that shit looks nasty. Let's jump in for the box. Pirate grinds will be scary. Na? Aufpassen. This crowd is electric. Damn. Boom, Rainer. Right side. Rein mit dem. Da kommen sie zu mir. Rein da. So, mein rechter Arm ist fast hin. Oh shit. Okay. Oh shit. Boom. So. Puh. Bin irgendwo gelandet. So, da kommt der Boss. Ich bin fast tot. Okay. Oh shit. Das ist aber auch gemein, ey, dass der erstmal hier ein bisschen Zeug hat. Who the fuck let you in here? You lost nobody base for a bitch. Take a look. Not here to talk, here to fight. Made you shake, made you shook. Know yourself, watch your mouth. Then I wipe this pit with your face and throw you to your head in the body of the desert. Let's go, Goldilocks. Okay, ich bin aber fast tot. Ich muss meinen linken Arm gut benutzen. Oh, you dead. Okay. Scheiße. You dead. Fuck. So, new prospects unlocked. Another trophy on Usam's wall. RIP. Okay, congrats, you died. You reached day 5 and unlocked new shit. Next run will roll new people, enemies and gear. Okay, ist also ein Roguelite. Und ich habe trotzdem irgendwie am Anfang Krams. Hustle, Patron, dies neu. Rumble Crackers, every time you slam the ground, arm gets one turbo. Grabbing an enemy gets the other arm turbo. Locomotion turbo. Summary. Okay, ja, das war wohl eine Runde dann.
Hier habe ich hier, die habe ich geburnt. Hier habe ich ein paar Pluspunkte. Unlocked Items, hier ganz schön eine ganze Menge. Unlocked Contacts. Ich nehme an, wenn ich jetzt neu starte, habe ich diese Items, die ich unlocked habe. Curry 1, 2, 3. Ja. New Run. Gucken wir mal. Schauen wir uns mal an, wo der Unterschied ist. Aber ich glaube, das reicht dann, um mein Gefühl für dieses Spiel zu bekommen. Oh, das ist ein Köder. Ah, okay, so gerade. Guck mal, da kann ich die wegschmeißen. Das passt ja perfekt. Okay, ich kann die wirklich festhalten. Und kaputt hauen. Greifen tue ich mit dem Trigger. Und greif, also bewegen tue ich weiter mit dem Griffer. Oh, er ist noch auf mich geflogen. Okay, ich mache auf jeden Fall nicht nur gute Sachen. Ne? Oh. Oh. Ja, boah. Ich glaube, das reicht, um einen guten Eindruck zu diesem Spiel hier zu bekommen. Ist es ein Roguelite, Mech, Arena, Simulation, würde ich mal bezeichnen. Und ey, es macht mega viel Spaß. Also die Musik ist gerade ein bisschen eintönig, weil es immer die gleiche ist. Ein cooler Song, aber irgendwie dann doch ein bisschen zu oft. Aber der Kampf macht mega viel Spaß. Gute Abwechslung, also es ist kein unendlich langer Arena-Kampf. Und dann gibt es ja eben diese Roguelite-Elemente und macht mega viel Spaß erstmal. Keine Ahnung, wie das ist, wenn man jetzt über mehrere Stunden spielt. Aber ich denke mal, einmal durchzocken will man das, ne? So, einmal das Ende sehen, die verschiedenen Tournaments hier schaffen. Ja, von den Bosskämpfen konnte ich euch leider jetzt noch nicht so viel zeigen. Dann müsste ich jetzt noch einmal bis zum Boss spielen. Aber wir haben sie zumindest einmal gesehen. Gut, dass ich es zumindest bis dahin geschafft habe. Und es wird auf jeden Fall kontinuierlich schwerer. Und auch jetzt, wenn ich mit neuen Items, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das Greifen ist ein cooles Element jetzt gewesen, aber ich muss mich total umgewöhnen. Habe jetzt mehr Damage bekommen in den ersten zwei Runden als in den Runden davor. Ja, gibt's für Quest 3 für den PC. Auf dem PC sieht das mega gut aus, muss ich sagen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal für mehr Videos rund um Virtual Reality. Gebt mir doch gerne Feedback, wie euch das Video gefallen hat, also in den Kommentaren. Vor allen Dingen, was die Immersion, das VR-Gameplays angeht. Da versuche ich mich immer wieder zu verbessern. Ist es zu ruckelig? Ist es erträglich, das zu schauen? Das ist ja in VR immer eine extreme Schwierigkeit und ich versuche mich da nur zu bessern, um eben den bestmöglichen Eindruck von den Spielen euch zu geben, damit ihr euch eben entscheiden könnt, ey, ich habe auch Bock auf VR und würde mal gerne in dieses Spiel reinschauen. So viel dazu. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.